Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte, ich greife heute mal das Thema ATX-Netzteile auf, beziehungsweise wie erkennt man denn, ob so ein Netzteil überhaupt noch richtig funktioniert. Zur Veranschaulichung habe ich hier mal ein defektes Netzteil vorbereitet und natürlich ein funktionierendes Netzteil, das hier am Computer verbaut ist. Was ich jedem empfehlen kann, der sein eigenes Netzteil mal auf Funktion prüfen will, ein sogenannter ATX-Netzteiltester. Also das soll jetzt überhaupt keine Werbung sein, die gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ich finde, die haben halt den großen Vorteil, dass man ziemlich schnell herausfinden kann, ob so ein Netzteil überhaupt noch richtig funktioniert. Das hat hier ein Display verbaut und das zeigt dann auch die Werte an, mit denen wir die beiden Netzteile gleich mal testen werden. Bevor wir die Messung beginnen, möchte ich einiges noch zu dem Netzteil selber sagen. So ein Netzteil hat natürlich innen ganz viele ELKOs verbaut. ELKOs sind Elektrolytkondensatoren. Hier habe ich mal rechts einen defekten Kondensator und links einen intakten. Bei dem rechts sieht man, dass er hier schon ganz leicht gewölbt ist. Bei dem anderen sieht man es sogar noch besser. Der ist oben sogar richtig aufgequollen. Also der funktioniert nicht mehr so, wie er funktionieren sollte. Der ist defekt. Und der rechts, der ist oben ganz plan. Also die kann man eigentlich ziemlich schnell auf den ersten Blick erkennen, ob die Kondensatoren überhaupt noch richtig funktionieren. Die kann man auch selber, also wenn jemand löten kann mit dem passenden Werkzeug dazu, mit der passenden Lötstation, kann man die auch ganz leicht auslöten. Die habe ich selber auch mal ausgelötet und ausgetauscht. Die gibt es auch für ein paar Cent im Internet. So, beginnen wir nun mal mit der Messung. So, ich habe diesen ATX-Netzteil-Tester jetzt schon mal ein wenig vorbereitet und alle Stecker jetzt schon mal eingesteckt. Hier haben wir unseren 24-poligen Stecker. Der funktioniert auch, wenn man einen 20-poligen hat. Geht natürlich auch. Hier oben haben wir unseren SATA-Anschluss. Hier haben wir diesen herkömmlichen 4-poligen Anschluss. Und hinten haben wir unseren zusätzlichen 12 Volt Spannungsversorgungsstecker. So, ich stecke jetzt mal hier, dieses Netzteil hat keinen Einschaltknopf, stecke ich mal jetzt direkt den Stecker rein. So, und schauen uns jetzt mal die Werte an. Also man kann hier sofort auf dem Display erkennen, die einzelnen Werte. Hier haben wir jetzt zum Beispiel minus 12 Volt, hier ist es 11,9, da ist es auch 11,9, 5,0, soll 5,0 sein. Hier piepst auch nichts, somit auf den ersten Blick alles funktioniert, wie es sein sollte. Also hier sieht man bei diesem Netzteil, der Lüfter läuft auch, kann man vielleicht ein wenig hören. Dieses Netzteil funktioniert einwandfrei. Jetzt schauen wir uns mal das defekte Netzteil an. So, schauen wir uns nun mal das defekte Netzteil an. Ich habe jetzt schon mal hier alle Stecker angeschlossen und auch schon eingeschaltet. Also man kann hier auch erkennen an dem Netzteiltester, dass er schon mal piepst. Das heißt, da stimmt schon mal etwas nicht. Schauen wir uns nun mal kurz die Werte an. Man sieht hier an den Werten, dass die Werte ziemlich schwanken. Also hier haben wir einmal 11,5, 11,6, dann hier 3,3, 3,2. Also das ist auch kein gutes Zeichen, wenn die Werte so stark schwanken. Und das Power-Good-Signal meckert auch, das heißt, dass hier auch etwas nicht stimmt. Wir liegen hier bei 150 Millisekunden. Das Power-Good-Signal ist eigentlich dafür da, dass das Netzteil sich selber praktisch prüft und vor Beschädigungen schützt. Dazu gibt es auch einen guten Wikipedia-Eintrag, schaut ihn euch gerne mal an. Man kann auch hier oben erkennen, bei den Spannungen, vermutlich blinkt es auch deswegen, dass hier die Spannungen viel zu gering sind. Also da soll es eigentlich bei 12 Volt liegen und ist deutlich drunter. So einfach kann man erkennen, dass so ein Netzteil nicht richtig funktioniert. Vermutlich sind bei dem Netzteil auch einige ELKOs defekt. Die kann man auch hier erkennen. Das war es eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, das war eine kleine Hilfe für euch. Wie gesagt, besorgt euch so einen Netzteiltester. Soll jetzt auch überhaupt keine Werbung sein, gibt es von verschiedenen Herstellern. Es gibt natürlich noch eine Variante mit dem Multimeter, den ich da drüben liegen habe.
wie man damit auch Netzteile testen kann. Aber ich finde, das ist die sicherste Variante und auch die sehr, eine sehr schnelle Variante, mit der man erkennen kann, ob die Netzteile noch richtig funktionieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Video. Vielen Dank!